Andrea Ermke und ich bin Arthur Rother. Zwei Leute fehlen, Chris Abrahams und Marcello Busato. Und wir sind, wir spielen in der Gruppe Sync. Also jedes Stück von uns ist improvisiert. Stück von der Leber. Wir schreiben keine Stücke, wir komponieren keine Stücke, sondern die entstehen beim Spielen, aber es ist, glaube ich, wird trotzdem darauf geachtet, dass jedes Stück, was wir spielen, dass es irgendwie ein Stück Charakter hat. Das heißt, es kann sehr abstrakte Klänge sein, es kann aber auch sehr ruhig oder rhythmisch werden und auch eine Kombination davon und manchmal auch sehr rockig oder punkig, je nachdem, wie wir drauf sind, aber schon jedes Stück kann man irgendwie hat einen sehr eindeutigen Charakter. Ganz bewusst irgendwelche Referenzen oder sowas könnte ich jetzt nicht umbringen. Vermengt sich doch alles. Also ich meine, alles, was wir gerne hören, mischt sich irgendwie und daraus wird halt das, was wir spielen. Also jetzt speziell in diesem Kontext, sind wir irgendwie vier Leute, die auch privat ganz gut miteinander umkommen. Ich könnte mir gar nicht... Das ist auch wichtig. Das kommt dadurch schon zu tragen, dass wir eigentlich nie über die Musik reden. Wir haben nie darüber geredet, was wir spielen wollen oder wie wir spielen wollen oder ob wir eine Richtungsänderung machen wollen oder so, sondern man sitzt zusammen. Man macht einfach alles richtig zusammen, ohne irgendwie darüber reden zu müssen. Diese Art Musik machen ist wie Leben, ist alles sehr natürlich, ist keine Arbeit. Also da Leute immer gerne zu spät zu Konzerten kommen, schreibe ich immer, Pünktlichkeit ist New Punk. Darum waren wir heute auch zu spät.